uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Spiele. Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei Pero Plays, live von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und, sag mal, seid ihr schon in Stimmung? Ich meine, so für Halloween? Ja, am Donnerstag ist es wieder soweit, 31. Oktober, das ist Zeit für Halloween. Und ihr seht schon, wir haben ein kleines Special zu Taxi Live. Da gibt es nämlich ein paar nette Hollywood wollte ich schon sagen, Halloween-Skins natürlich, die ich euch gerne vorstellen und auch zeigen möchte. Darüber werden wir ein bisschen reden, natürlich werden wir auch ein bisschen fahren, nicht so lang wie in einem normalen Folge, aber ne, ein bisschen, dass ihr auch was seht. Ja, hier seht ihr eine der ersten neuen Innenausstattungen, die es gibt mit diesem Paket. Es kostet 2,99 Euro, das ist jetzt nicht so teuer, ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ich finde das absolut okay. Werfen wir mal einen kurzen Blick nach draußen. Das ist eine der ersten Lackierungen. Ich würde mal so sagen, Standard. Ne? Orange, dann mit dem Kürbisgesicht, ne? Und hier so ein bisschen Friedhofsszene. Ist eine schöne Sache, kann man auf jeden Fall schon mal machen. Dazu orangene Sitze, die man eh schon in den Texturen drin hat. Dann passt das und man ist für Halloween bereit. Und wie gesagt, dazu als Innenraumschmuck, nicht hup mich, erkläre hier gerade was, gibt es den Kürbis. Gut, damit die Kollegen hier ein bisschen entspannter werden, werden wir mal ganz schnell unseren Kunden greifen und damit auch mal durch die Gegend fahren. Und dann erzähle ich euch mal so, was insgesamt drin ist in diesem Paket. Und dann schauen wir uns die anderen Sets natürlich auch nochmal an. Ist klar. So, sind wir soweit? Ja, auf geht's. Schon mal ein bisschen Halloween-Stimmung verbreiten. Also es ist auf jeden Fall eine Lackierung dabei. Ich weiß nicht, wie es mit dieser hier ist, aber wir haben eine neongrüne, die leuchtet sogar im Dunkeln. Also ich kann euch versprechen, das sind schon ein paar sehr schöne Skins. Und wie gesagt, allein für die Skins jeweils 1 Euro knapp, ne? Also 2,99 kostet das Paket. Das finde ich eigentlich relativ okay. Ja gut, natürlich könnte man jetzt argumentieren, so Seasons-Sachen kann man mal als Dankeschön umsonst raushauen. Ist auch richtig, auf der anderen Seite, naja, auch an dem Kram arbeiten Leute und ja, die wollen ihren Kindern auch hier Süßes oder Saures geben zu Halloween, ne? Muss man auch mal von der Seite sehen. Aber wie gesagt, vom Preis her finde ich das absolut okay. Ihr habt insgesamt 3 Skins, also 3 Fahrzeugtexturen. Ihr habt Accessoires neue dazu bekommen, wie zum Beispiel eben den Kürbis, den wir im Innenraum gesehen haben. Ihr könnt natürlich auch die Felgen bzw. Reifen anpassen. Da gibt es ein ganz besonderes Add-on bzw. eine, ja, Skin. Da bin ich richtig heiß drauf. Das werden wir auch unbedingt bei Nacht fahren. Das muss man bei Nacht fahren. Warum, das werdet ihr dann auch gleich sehen. Jetzt machen wir erstmal ganz entspannt eine kleine Fahrt. Und wir werden definitiv mindestens eine Fahrt mit einem dieser glühenden Texturen machen. Damit ihr mal seht, was da Phase ist. So, jetzt haben wir leider so ein bisschen Pech mit unserem ersten Fahrgast. Ist dann doch ein paar Meter weiter weg. Ist aber jetzt nicht schlimm. Leute, übrigens, natürlich nicht vergessen, wenn euch der ganze Bums hier gefällt, ne, lasst ein bisschen Liebe da, ne? Ein Like, Follow, ne? Oder netter Kommentar mal, Glocke läuten, ne? Kostet nichts, tut niemandem weh, ne? Und ihr supportet den Kanal, würde mich freuen. Ne? Wer ein bisschen mehr machen will, gerne. Könnt ihr machen, ne? Könnt ihr, müsst ihr nicht, ne? Aber wenn ihr wollt, die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Dankeschön. Muss ja auch mal gesagt werden. Junge, Junge, das ist aber eine hier Gurke hier heute. Oh, schon wieder rot hier, sehe ich gerade. Ich wollte sowieso in dieser Schicht nochmal fahren, weil wir haben mittlerweile ja 2 Fahrer, die uns unterstützen. Wir fahren alle in derselben Schicht. Ich werde jetzt für euch heute einmal die Ausnahme machen, weil ich habe noch keine Nachtschicht disponiert. Das heißt, die werden wir dann alleine fahren, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Ich wollte euch da ja nur mal die neuen Skins bei Nacht zeigen. Da werden die dann natürlich noch spookiger. Ah, sieht doch nett aus, ne?
there. Obwohl mich die Fratze vorne auf der Motorhaube ein bisschen mehr an Batman erinnert als an einen Kürbis, aber sieht cool aus, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, sieht nett aus. So, was haben wir denn jetzt hier für eine Strecke? Sehe ich jetzt gar nicht. Streckendistanz. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Ist da grün oder was? Das ganze Gewächs hier vor. Junge. 1 Kilometer, okay, das ist übersichtlich. Kann man machen. Sehr cool finde ich dieses Dach hier. Man kann es schwer diffundieren. So eine Mischung aus Lila, Pink und was weiß ich. Sieht bestimmt nachts noch ein bisschen cooler aus, wenn das Licht so drauf reflektiert. Wir sind mal gespannt, ob da noch so ein Weihnachts-Add-on kommt. Bin ja überhaupt erstaunt, dass die Kollegen wieder auf einmal so aktiv sind bei City Life. Kommt da noch was? Eine Map-Erweiterung oder irgend sowas? Keine Ahnung. Aber es ist verdächtig, dass sie auf einmal nach ewig langer Stille in Anführungsstrichen da jetzt wieder raushauen. Wie gesagt, jetzt mit den letzten Updates und jetzt eben halt mit dem zusätzlichen Content. Ne, im Sommer hatten wir dann ja auch noch bonusmäßig hier kostenlos sogar diese Sommer-Add-ons bekommen. Sticker und was weiß ich alles fürs Auto. Ich glaube, die eine oder andere Lackierung war auch noch dabei. Das war sogar tatsächlich umsonst, was ja auch sehr nett war. Ich bin mal gespannt, ob da noch was sich tut. Naja, so ein paar kleinere Baustellen gäbe es ja hier auch nebenbei noch zu erledigen, sage ich mal. Also jetzt nichts Schlimmes, ne? Also es ist definitiv aktuell wieder spielbar. Und das ist auch gut so. Mehr will ich ja eigentlich gar nicht, ne? Solange ich das Ding spielen kann, alles gut. So, da ist schon unser erstes Ziel. Danach werden wir mal in die Garage einlaufen. Ein bisschen Bubu machen und dann... Ja, Entschuldigung. Es ist aber auch so ein doofer Parkplatz hier, ne? Junge. Take care. So, immerhin doch noch eine 5-Sterne-Bewertung und Trinkgeld. Anständig, sage ich mal. Anständig. So, wir nehmen nicht gleich den nächsten Auftrag. Ich habe euch ja versprochen, dass wir uns noch die ein oder andere neue Lackierung anschauen. Das machen wir natürlich auch, wenn ich euch das verspreche. Ich schaue jetzt gerade, welche hier unsere nächste... Da ist eine Tankstelle. Hatten wir nicht hier hinten noch eine Garage? Oder müssen wir hier jetzt tatsächlich jetzt erstmal weiterfahren? Ja, fahren wir hier hin. Warte, ist egal. Jetzt sind wir eh schon auf dem Weg, ne? Bums, egal. Ja, irgendein Auto trifft man hier immer, ne? Junge. War nicht hier gegenüber noch eins? Nee, das sieht ähnlich aus hier, die Kreuzung. Hier gibt es leider sehr viele Kreuzungen, die sehen sich ziemlich ähnlich. Ich habe aber die dumpfe Befürchtung, das ist in Barcelona tatsächlich so, dass man es so bewusst auch so ein bisschen einheitlich gehalten hat. Ist eben halt nicht so vielfältig dann die ganze Sache, ne? So, ich werde jetzt mal ein bisschen mogeln hier. Ich kürze mal ab hier für uns. Weil sonst fahren wir hier uns im Wolf, obwohl die Garage gleich nebenan ist. Muss ja nicht sein. So. Gut, Ladies and Gentlemen. Na, also hier sieht man ungefähr schon in der Vorschau, wie das Ganze nachts aussieht. Da ist jetzt kein besonderes Gedöns irgendwie dabei, was leuchtet, fluoresziert oder so. Da kommen wir jetzt zu anderen Lackierungen, die sehen dann ein bisschen anders aus. Ich zeige euch jetzt auch mal, wo ihr das Ganze findet. Natürlich bei Individualisieren. Ne? Wir fangen hier mal an mit dem Außenbereich. So, hier natürlich die Außenlackierung. Den anderen Bums braucht ihr gar nicht schauen, da werdet ihr nichts finden. Das ist eben halt hier für die Karosserie nur die Außenlackierung. Ja, dann haben wir jetzt hier noch den Kürbis. Der Kürbis. Und zwar ja, orange auf schwarz. Finde ich auch sehr cool. Den nehmen wir jetzt mal. So, dann mal
Ein zurück hier oder zwei gerne auch. Ich weiß gar nicht, gibt es nur den Kürbis? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt nur von den Wobbleheads was Neues. Auch Gangschaltung. Naja, da gibt es ja Gott sei Dank schon Totenkopf. Seht ihr schon unten rechts? Den habe ich mal rangebappt. Der passt ganz gut dazu. Also ihr kriegt für die Armaturen hier einmal den Kürbis. Habt ihr eben schon gesehen. Hier ein leuchtendes Skelett, das ist für das grüne Outfit, das grüne Design, das werden wir uns dann auch noch anschauen. Und last but not least, wenn ihr das so wollt, hier den Hexenhut, den nehmen wir jetzt mal zur Abwechslung. Jetzt hatten wir den Kürbis, jetzt nehmen wir mal den Hexenhut. Passt ja auch zu dem orangenen Thema. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, die Sitze würde auch hier natürlich das Orange passen, ne? Ja, ich habe schon gerade gesehen, ne? Das Giftgrüne, das gucken wir uns gleich noch ganz besonders an. Ich will jetzt hier nur das Ganze für euch mal dahin löten, dass wir eine fertige Lackierung haben. Jetzt fehlt noch was. Ich habe es vergessen. Nämlich die Felgen. Ihr habt nämlich auch noch Felgen. Das wollen wir nicht vergessen. Das findet ihr dann nicht bei Individualisieren, sondern bei den Teilen tatsächlich. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Ah, wo waren die denn? Waren die doch bei Individualisieren, die Felgen? Zähle ich hier einen Dünnpfiff? Ja. Entschuldigung, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also natürlich, auch die Felgen findet ihr bei Individualisieren. So, da habt ihr jetzt verschiedene Felgen. Und jetzt wird es richtig cool. Wir haben hier, die hatten wir eben drauf, die normalen orangenen Felgen. Die passen auch zu diesem Design natürlich richtig gut. Es gibt die leuchtend grünen Lackierung, die werden wir gleich mit dem dritten und letzten Modell testen. Aber, und das finde ich jetzt richtig geil, guckt euch das mal an. Die orange leuchtend transparenten Felgen. Leute, wie geil sieht das denn bitte aus? Jetzt mal ohne Scheiß. Wie geil sieht das bitte aus? So, das montieren wir jetzt auch mal. Guckt euch das mal an. Das ist der Burner. Ich finde das sehr cool, sehr spooky. Und ja, mit der Ausstattung werden wir uns jetzt mal auf die Straßen Barcelonas schwingen. Aber dann wollen wir natürlich jetzt mal eine Nachtschicht machen. Wie spät haben wir? 12 Uhr mittags. Okay. Dann machen wir doch gleich mal hier auf 8, 9 Uhr. Ach ja, okay, du kannst nur 8 Stunden ruhen. Okay. Ich hoffe, es ist schon dunkel. Ja. So, also, und guckt euch mal die Reifen an, beziehungsweise die Felgen. Wie geil sieht das denn bitte aus, Freunde? Ups. Ich versuche jetzt hier einigermaßen legal, illegal auf die Straße zu kommen. Aber Leute, sieht das nicht geil aus? Ich finde das richtig cool. Warte mal, wir machen hier gleich mal ein Foto. Warte mal. Weil das Ding, und da seht ihr es dann auch besser, ne? So sieht das gute Stück bei Nacht aus. Und ich finde, das ist richtig kultig. So, warte mal, ich will hier nur gerade den richtigen Blickwinkel finden, dass ihr auch schön was seht. Ja, jetzt haben wir noch wenigstens ein bisschen Resttageslicht, dann sieht man wenigstens so ein bisschen was. Aber mit den Reifen, das kann man eben halt nur bei Nacht zeigen, weil tagsüber sieht das auch nett aus, hat aber viel, viel weniger Wirkung. Und ja. Also ich mache da jetzt kein Foto, weil der Rest viel zu dunkel ist. Aber hier seht ihr mal, wie geil das aussieht mit den Reifen, wenn ihr auf der Straße unterwegs seid. Das ist einfach exquisit, Freunde. Exquisit. So, machen wir mal die Bremse rein. Schauen mal, dass wir hier einen Lappen aufgabeln irgendwo. Haben wir hier irgendwo einen Kunden, eine normale kurze Tour machen wir. Dann machen wir mal gleich kurz kehrt. Das soll nicht das Problem. Habe ich kein Licht an? Gott. Sagt mir doch Bescheid, Freunde. Ja, und wenn mein Fahrzeug noch nicht abschreckt, dann wenigstens mein Fahrstil.
Ist das mein Kunde? Okay, ich muss jetzt hier gleich. Oh, da unten ist Polizeikontrolle. Ich muss ein bisschen mit Geschwindigkeit da so aufpassen. Ja, wir müssen gleich wenden. Der Kunde steht genau in der Gegenfahrtrichtung. Na, also wir machen heute so, ne, zwei kurze oder mittlere Touren, damit wir alle Liveries uns mal angeguckt haben hier. Und ja, vielleicht habt ihr dann ja schon euer Lieblings-Livery für dieses Halloween schon entdeckt. Oh, wie ich das hasse, immer diese Umwege, ne? So, da können wir jetzt wenden. Sehr gut. So, wie fahre ich das denn jetzt hier? Warte mal. Oh, ich habe gesetzestreu freigeschaltet. Oh Gott. Ich zerstöre damit meinen Ruf als rücksichtsloser Fahrer. Oh mein Gott. So, dann den ganzen Bums jetzt wieder zurück, damit wir unseren Fahrgast aufnehmen können. Oh Gott, kannst du dir nicht ausdenken. Na gut. Es ist ein bisschen doof. Ich fahre jetzt alleine. Bin jetzt gerade Alleinverdiener, aber ist nicht schlimm. Das mache ich natürlich gerne für euch. Da verzichte ich auch mal auf ein paar Credits hier. So, gleich werden wir das Fahrzeug nochmal sehr schön sehen, nämlich wenn wir den Fahrgast aufnehmen. Dann machen wir die kurze Tour und dann zeige ich euch die dritte und letzte und wie ich finde auch geilste Halloween-Lackierung. Ich meine, das ist immer Geschmackssache natürlich, aber neben diesen orange glühenden Reifen finde ich das wirklich die geilste Lackierung von diesem Set. Aber erstmal machen wir hier die kurze Tour. So, da ist der ganze Halloween-Club. Also die Reifen, die tören mich richtig an, ne? Das ist sehr, sehr cool. So. Nehmen Sie Platz. So, jetzt müssen wir immer hier aufpassen mit diesen schmalen Straßen. Da krachen Sie ihn ja gerne mal rein. Oder man selbst kracht irgendwo rein, ne? Egal. Echt? 110 Meter Luftlinie die Strecke, die Tour hier. Ihr wollt mich verkohlen gerade, oder? Das ist wirklich Kurzstrecke hier. Ja, wir machen hier wieder Kurvenrodeo gerade. So ein Ofriss für so eine kleine Strecke. Jetzt mal ohne Scheiß, der wäre wahrscheinlich zu Fuß schneller gewesen. Ohne Witz. Aber ist ja nicht mein Problem, ne? Ist meine Kohle, Gottes Willen. Ha, werden wir uns nicht beschweren. Ist ja unser Geld, ne? Aber schlau ist es trotzdem nicht. Mir fällt gerade auf, wir sind schon lange nicht mehr nachts hier gefahren, ne? Ja gut, ist klar, weil wir jetzt natürlich den Betrieb erst neu aufgebaut haben. Aktuell fahren noch alle in der Frühschicht, also Morgenschicht, sagen wir es mal so. Wir bauen das Ganze ja gerade wieder aus nach unserem Wechsel von der Xbox hier auf die PlayStation 5 wieder. Oh Leute, ist das ein Hin und Her hier. Kannst du dir nicht ausdenken. Ist das unsere Abbiegung hier? Ja. Ja, da ist schon die
Park Mulde. Ich glaube, beim Ausparken haben wir jemanden angetitscht, aber was soll's, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ist so. So, trotzdem Ditcher, volle Bewertung und sogar Trinkgeld. Boah, sind heute gut gelaunt scheinbar die Fahrgäste. Können sogar einen kleinen Ditcher ab, finde ich gut. So, nächste Garage. Da war sie, ne? War ja ganz in der Nähe. Wieso sind hier so viele Strecken aktiv? Das verstehe ich nicht. Warte mal, kann ich die abwählen? Das ist ja völlig irritierend hier. Ja, wir wählen die mal ab hier. Weil das ist ja lächerlich. Du siehst ja gar keine einzige Strecke mehr. Oh, da ist noch eine angewählt. Ich sehe das hier schon da ganz oben. Kein Wunder, dass man hier riesen Umwege fährt, ne? Junge, 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 Junge. Okay. Gut. Nächster Halt ist nochmal die Garage. Oh, ich habe einen Fußgänger angefahren. 50 Credits, Euro, wie auch immer, das ist günstig. Für einen Fußgänger können wir öfter machen. Nee, Spaß beiseite. Das ist ja. In Barcelona ist ein Menschenleben nicht viel wert hier, ne? Das ist. Wo gehobelt wird, fallen Späne oder Fußgänger. Da sind die ganz pragmatisch. So, wir werden jetzt mal sehen, dass wir hier mal ganz inoffiziell wenden. So, okay. War jetzt nicht elegant, ne? Gebe ich zu, aber mein Gott. Ihr wisst, nicht alles hier ist immer Shakespeare, aber dafür ist es ehrlich und live. So, da haben wir wieder unsere. Ah, dammit! Was mache ich denn? Passt zu Halloween hier. Der Fahrer des Grauens. So, liebe Freunde. Aber das sind ja alles Sachen, die sind schnell behoben. Zack, zack, zack. Zum Glück haben wir nebenbei schon Geld eingenommen wieder. So, jetzt kommen wir zur finalen und wie ich finde, geilsten Lackierung für Halloween. Oder sagen wir mal, Sonderlackierung. Klingt ja auch schon viel besser. So, und das ist die giftgrün leuchtende Lackierung. Da ist sie. Die brätst einem so schon die Augen weg, gell? Das ist. Alter, das brennt sich so in die Netzhäute. Unglaublich. Einfach unglaublich. Ich find's geil. Jetzt nehmen wir auch gleich die richtigen Felgen dazu. Ihr könnt das natürlich kombinieren, wie ihr lustig seid. Ja? Völlig egal. Aber ich finde das so in der Originalkombination richtig cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, Interieur. Dann, hierfür habt ihr auch tatsächlich extra Sitzbezüge. Hier, ihr habt es gesehen, auch in diesem glühend grünen Spinnweb-Design. Alter, das ist so cool. Ich liebe das, Freunde. Was fehlt mir gerade die Kohle, um das zu kaufen? Ist das euer fucking Ernst? Ist das euer fucking Ernst? Alter, jetzt wollen die mich verarschen hier. Wieso muss ich das kaufen? So, pass auf. Wir nehmen jetzt erstmal hier unser Skelett. Das können wir uns immerhin noch leisten. Und die Innenausstattung, die machen wir gleich. Da machen wir zwei kurze Touren. Komm, was? Pff, sind wir doch nicht geizig. Komm, machen wir. So, also annähernd so, jedenfalls. Jetzt wirklich ohne Scheiß fehlt uns die Kohle für den Dreck. Junge. Okay. Aber guck mal, Leute, das glüht in der Nacht. Das glüht in der Nacht. Moment, hat er mir die Felgen auch nicht rauf gemacht? Egal, dann, ich meine, obwohl die ist gar nicht mal so schlecht, die Kombi, ne? Das glühende Grün und das glühende halbdurchsichtige Orange hat auch was. Aber wie gesagt, ich will es natürlich einmal zumindest für euch dann in der Originalversion, im Original-Setting spielen für euch. Natürlich.
wir mogeln uns hier mal schnell rüber, weil ich will jetzt nicht diesen riesen Umweg fahren. Aber ihr seht schon, wie das leuchtet nachts, ne? Das hat wirklich was. Jetzt fehlen mir natürlich diese Spinnwebsitze und die Felgen. Ich hoffe, nach der Tour können wir das schnell nachholen. Dann seht ihr es nochmal, wie es sich gehört, in voller Ausstattung. Okay, ab geht's. Also hiervon müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Foto machen. Aber dann will ich es mit den Originalfelgen und allem Bims haben. Obwohl fürs Thumbnail ist eigentlich der mit dem Kürbis schöner. Muss ich mal gucken, welches ich nehme. Ich habe da so die Qual der Wahl. Ich kann mich da gerade jetzt nur nicht entscheiden. Ich überlege schon die ganze Zeit, welches von denen nehme ich für das Thumbnail. Schwere Entscheidung. Also ich finde alle drei Designs cool auf ihre eigene Art. Aber meine Favorites sind eindeutig die dunklere Kürbismarkierung, also mit schwarzem Hintergrund und den glühenden orangen Reifen. Das ist einfach fantastisch. Und dieses, ja, wirklich kreisch und leuchtend, wirklich leuchtend, neongrüne Fahrzeug mit Skelett und allem Pipapo. Finde ich schön. Oh, hier gab es aber einen Großeinsatz. Junge, Junge, hier ist ganz schön was los. Ups, ja, jetzt habe ich fast die Abfahrt verpasst. Was ist denn hier los? Junge, was ist denn das hier für eine komische Tour? So, wenn ich das richtig gelesen habe, war das jetzt eine Kurzstrecke. Ja, ich sehe es schon gerade. 200-300 Meter ist jetzt tatsächlich nicht mehr so weit. Ich habe mich schon gewundert, wir sollten eigentlich schon da sein. Aber dieses ganze Rumgekurve im wahrsten Sinne des Wortes nimmt natürlich immer viel Zeit weg, ne? Ah! Mädel, das wäre fast jetzt hier mein Fußgänger Nummer 2 geworden, ne? Der Fußgänger, nimm mir den 50 Credits. Das sind die 50, die mir gefehlt haben hier für die Felgen beziehungsweise für die Inneneinrichtung, für die Sitze. Da ging das Geld hin. Dammit. Habe ich eigentlich das Licht an? Warum sagt denn keiner was? Naja, passt ja auch zum Geisterfahrer, ne? Ohne Licht am besten, natürlich. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das reicht, die Kohle hier jetzt. Ah, oh, ist das kreischend grün, Leute! Ich liebe es. So, Gesamt 288. Das sollte wohl auch kein Problem sein. So, jetzt machen wir das hier wieder mal löschen, sonst bleibt es wieder stehen. Ich habe es gar nicht so in Erinnerung, dass die eigenen Strecken hier stehen bleiben, dass man die deaktivieren muss. Das habe ich so überhaupt nicht in Erinnerung. Ich finde das sehr befremdlich. So, dann mal zurück zur Garage.
Es passt, wir sind auch gerade in der richtigen Richtung unterwegs. So, und dann kann ich euch dieses Setting abschließend nochmal in voller Pracht zeigen. Also mit den Designs macht es definitiv Spaß, nachts durch die Straßen von Barcelona zu cruisen und ein bisschen Schrecken zu verbreiten. Also die Abendatmosphäre hier finde ich auch schon sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir kommt so nachts wie eine, witzigerweise, wie eine komplett andere Stadt vor. Von der Optik. Wirkt völlig anders. Also nicht, verstehe mich nicht falsch. Ne? Es gibt, finde ich, einige Städte, die sehen für mich nachts auch nicht viel anders aus als sonst auch. Ne? Aber hier Barcelona hat eine ganz andere Stimmung abends, nachts. Als tagsüber. Finde ich schon cool. Wir müssten eigentlich gleich nochmal schauen, ob wir schon irgendwie wieder Fähigkeitspunkte oder irgend sowas bekommen haben. Ja! Natürlich, weißt du, hast gesehen? Guckt, kommt das Taxi? Ja, dann gehe ich doch mal schnell auf den Zebrastreifen. Wenn, dann jetzt, weißt du? Ja, ja, ich wusste es, das ist der Beweis. Sie machen das mit Absicht. Die wollen uns mürbe machen. So, Freunde, und jetzt wollen wir mal das Ganze, wie geplant, hier mal zum Abschluss bringen, damit wir das Design hier mal vollständig haben. So, die Felgen natürlich zuallererst. Was? Die kosten 500? Oh, hör doch auf. Die kosten 500. Ich heul gleich. Ich heul gleich. Echt? Ich jetzt ohne Scheiß haltet mich für naiv. Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich mit im Preis drin, hier der ganze Bims. Da du ja auch schon dafür bezahlt hast, ne? Aber du musst es in-game auch nochmal kaufen. Okay, wenn es sein muss. So, jetzt aber wenigstens die Sitze. Dass wenigstens das hier passt, die Inneneinrichtung. So. Guck mal. Und sieht das nicht schön aus, Freunde? Ja? Sieht das nicht schön aus? Ne? Also ich starte jetzt nicht extra für die Reifen jetzt nochmal eine Tour. Aber ja, ich glaube, ihr habt so jetzt schon einen sehr guten Eindruck bekommen, wie das Ganze aussieht, wie die gesamten drei Layouts und Skins aussehen. Wie ihr das Ganze kombiniert, bleibt ja euch überlassen. Ne? Ihr könnt da machen und kombinieren diese Styles, wie ihr wollt. So, ich mache hier jetzt nochmal ganz kurz, nur für die Optik nochmal zum Angucken hier. Ne? So sieht das da mit den Originalfelgen aus. Ne? Aber ihr könnt genauso, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, selbstverständlich auch hier wieder die orange glühenden Felgen anbringen. Die, finde ich, passen zu allen Designs. Sind sehr, sehr cool. Ja, wenn euch das gefällt, schaut mal rein bei euch in den Store. Bei PlayStation kostet das Halloween-Add-on aktuell 2,99 Euro. Ich finde, das ist ein Preis, da kann man durchaus sagen, der ist okay. Und ich hoffe, dieses kleine, aber feine Special war für euch auch okay. Vielleicht hat es euch auf den Geschmack gebracht, euch auch hier bei Taxi Life ein bisschen Halloween-mäßig up-to-date zu bringen. Wenn ja, würde es mich freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Follow oder Abo da. Glocke läuten, ihr kennt das Programm. Ein netter Kommentar ist auch immer nett. Kostet euch alles nichts, bringt aber den Kanal nach vorn. Dankeschön dafür im Voraus. Und natürlich auch, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays. Von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschü, tschü.